Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, 1713 Fähigkeitspunkte haben wir. Uns fehlen immer noch 27. Sind 27? Nee, 37. 37 sind es. Die uns fehlen zum Aufstieg. Ja, schauen wir mal, dass wir die, wie gesagt, dass wir Liga 4 halten können. Das ist das Wichtigste, dass wir da mithalten können und dass es auch funktioniert. Aber ich bin super gespannt, gegen wen wir jetzt spielen. HC Odrinek, Panarin, Matthews, Kane, okay. Müssen wir mal schauen. Wir spielen zu Hause, Los Angeles. Staples Center. Staples Center natürlich, um Himmels Willen. Heißt aber, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so. Also das ist ein bisschen ein komplizierterer Fall, wie der ganze Spaß hier jetzt heißt. Pekarinne, Carlson, Seagrass und nicht auf und davon. Schade. Gut gemacht, von außen hätten wir einfach durchlaufen lassen können. Prokop. Seagrass. Oh! Gibson! Denied hier, schön. Tocott auch nur irgendwie. Steht da auch nur an Ort und Stelle rum. Macht er nicht das, was er tun soll eigentlich? Matthews Rinne hält fest. Zweite Reihe. Nee, bin ich ganz zufrieden. Sie bewegen sich nicht so, wie sie sich bewegen könnten im Angriff. Das gefällt mir nicht ganz. Jawohl, schön abgefangen. Milan Hajduk. Uff, ja, kriegt er gleich den nächsten Check. Und der Drysdale rutscht da raus. Das ist ein Verteidiger. Toll. Connor McDavid. Ach. So schwerfällig irgendwie. Also, meine Spieler bewegen sich absolut nicht so wie die letzten Spiele. Okay. Dem rutscht da wortwörtlich die Scheibe durch. David. Nee, kommt da nicht durch irgendwie. Das ist. Ich tue mir unheimlich schwer. Die Scheibe durch diese Reihen zu buxieren, nenne ich es jetzt mal. Oh. Linden. Oh! Oh, Ovechkin. Das ist aber auch ein Witz von der KI. Da kann er nicht weiterlaufen oder da hinten nicht rauskommen, weil er hinten mit dem Schläger hinterm Tor festhängt. Richards. Stark gemacht von Richards. Nächstes Ding dieser Art. Richards steht hinterm Tor, kriegt die Scheibe nicht, kann die Scheibe nicht weiterspielen. Beziehungsweise versucht die Scheibe weiter zu spielen, geht aber nicht. Weil der Schläger hinterm Tor festhängt. Hm. Ja, Richards hätte einfach schon nach hinten gehen können. Ist er da schon draußen? Wow. Lou Ferraro. Mit Tang und Dreiseitel. 1-0. Schön gespielt. Schön gespielt. Wir kommen endlich mal durch. Können dann am Ende diesen Querpass rüberspielen von Giroux auf Crosby und Crosby trifft. Oh, ist der wichtig. Und Gibson ohne jegliche Chance. Oh mein Gott, ist der wichtig.
können. Gibson. Oh, Seagrass. Na, oh, ist auch gut. Rinne stark gemacht. Deswegen sage ich, Rinne ist absolut kein schlechter Keeper. Und das sind 2 Minuten. Nein! Ja. Da spielen sie sonst so gute Pässe und den kriegt er dann nicht mehr hin auf die letzten Sekunden. Sieben zu vier Torschüsse. Wir haben es vorne schön rausgespielt gerade. Jetzt müssen wir das mal kurz anschauen. Ja, da haben wir schon für weniger 2 Minuten gekriegt. Ja, hier, da, Schläger zwischen den Beinen, da geht er durch die Beine durch, sind 2 Minuten. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Feder, der jetzt wieder sagt, nee, ich wollte keine 2 Minuten, ich will 2 Minuten, wo keine Sinn. Da hat das Bild gehabt. Geht der Schläger klar durch die Beine durch. Das ist aufgrund dieser R1-Taste. Ist bei uns auch nicht anders, wenn man einen Schläger zurückholt und dann nur die R1-Taste loslässt, kriegst du 2 Minuten. Es ist bescheuert und dumm, um Himmels Willen, das zweifle ich gar nicht an. Aber es ist so. Dreiseitel Pfosten! Bitter! Sollte die Scheibe gerade rausspielen. Ich weiß, es ist manchmal schwer. Schade. Dalino. Nein! Giroud! Zwei-Null Crosby, schön! Oh, die Reihe ist komplett platt! Die ist ja komplett platt! Ja, da ist die Lücke. Ja, sorry. Ja? Wenn man den Pass hinkriegen musste, rein. Crosby, 2 Tore, oder? Sidney Crosby heute. Seagrass. Oh. Wie kann es sein, dass Seagrass... Also das ist ganz komisch. Also das, was unsere KI da macht, ist ganz komisch. Seagrass, boah. Seagrass, Seagrass. Was er sich genau erhofft dadurch. Durch diese Schüsse von der Blauen. Der hofft halt, glaube ich, dass irgendeiner mal durchrutscht. Aber Rinne löst es bisher ganz prima. Muss man jetzt auch einfach mal sagen. Ja, ich glaube wirklich, dass er hofft, dass einer mal durchrutscht. Gut, why not? Quinten Byfield ist raus. Wie das kein Abseits sein kann, weiß ich nicht. Scheibe verlässt die Zone.
David. Komm, beruhig dich. Beruhig dich, Junge. Ja, es könnte so einfach sein, wenn man die Pässe einfach zum Mitspieler bringt, nenne ich es jetzt mal. Oh, wow. Spielt ihm an den Fuß hin. Aber so, dass McDavid ihn nicht annehmen kann. Wie das passiert. Ich weiß nicht, was Karlsson da macht. Muss ich jetzt ehrlich leider mal so sagen, wie es ist. Jetzt kassieren wir hier einen Gegentreffer von Adrian Kempe. Wo ich hier ehrlich sagen muss, was Karlsson da macht, ist Arbeitsverweigerung. Aber das ist genau das, was ich die ganze Zeit schon sage. Was unsere KI teilweise macht, ist Bullshit. Hat so dann immer wieder so Lichtblickmomente, da sage ich nichts dagegen. Aber das war zum Beispiel wieder einer, wo ich sage, der darf dann nicht mal ansatzweise zum Schuss kommen. Oder zum Beispiel das. Du bewegst deinen Stick. So, wie kann das jetzt... Der rennt in den Torhüter rein und bleibt stehen. Bewegt sich keinen Schritt mehr. Ich renne einfach durch zur Scheibe, aber es ist Hybrid-Icing. Das ist doch ein Scherz. Das ist doch ein Scherz. Und da muss ich einfach sagen, Hybrid-Icing ist ein Scherz. Er hört einfach auf zu spielen, bleibt stehen. Lässt ihn einfach nur rutschen. Der Spieler kommt nicht mal zur Scheibe hin, weil er in Torhüter reingleitet. Aber wir pfeifen ab. Weiß ich nicht. Wir müssen schauen, dass wir mehr solche Chancen nutzen, wie wir da vorne kriegen. Damit sowas wie gerade, ja, keine Ahnung, was Karlsson da mal macht. Der macht einfach gar nichts. Habe aber auch nicht die Chance gehabt, zu ihm zu wechseln. Also muss man es einfach mal dazu sagen. Oh. Und wieder. Schau, wieder bin ich der Erste, der an der Scheibe ist. Er läuft in den Torhüter rein, bleibt stehen, läuft sogar von der Scheibe weg, aber es ist Hybrid-Icing. Das kann nicht sein. Oh. Oh, Seagrass lässt sich nicht schön genug anschießen, mehr oder weniger. Was macht Turcotte denn da? Sag mal, das sind Aussetzer von der KI, die haben sie sonst auch nicht. Der läuft dann mit, kriegt den Pass und macht nichts. Schießt nicht, macht nichts, der steht einfach nur da und blockt die Scheibe. Wahnsinn. Hat man Gavi die Scheibe gerade nur rausgehalten? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Hätte ich jetzt schwören können, dass er das nicht gemacht hat. Na, oh, Linden trifft nicht.
Ja, Milan Hajduk. Der Tscheche straft den Tschechen Lügen. Wahnsinn. Geht das so schön durch. Achtung, hier zack, 1 gegen 1. Keiner kommt hin und Gibson, ja. Gibson ist ein guter Keeper, aber da kann auch Gibson nichts mehr machen. Ich bin immer noch der Meinung, viele verteilen die Fähigkeitspunkte falsch. Viele setzen mehr auf X-Faktor. Dabei sind die wahren, richtigen Dinger die Superstar-Fähigkeiten. Ovechkin, 4-1. Ich finde die Superstar-Fähigkeiten viel, viel wichtiger als die X-Faktor-Dinger. Ich finde es besser, wenn du viele kleine Dinge hast, die ein großes ergeben, als dass du lauter große Dinge hast, die aber nichts Kleines ergeben. Meine Meinung. Sieg. Geil. Plus ein Fähig, das ist ein Witz. Das sind nicht plus eins Fähigkeitenpunkt, der ist fast genauso stark wie ich gewesen. Krieg ich plus eins, weil das praktisch, weil er ein paar Basiskarten drin hat oder was? Also das kann es ja nicht sein. Weil für das, dass das nur, sag ich mal, Basis 80er-Karten, also in Anführungszeichen Basis 80er-Karten, was sind keine Basis 80er-Karten, waren die teilweise aber schon wendiger als meine. Also will ich jetzt schon mal so kurz nebenbei mal sagen. Aber gut, Crosby, nehmen wir das erste Tor gleich. Aber Glück, dass Giroud nachkam. Aber da haben wir es wieder in dem Fall, warte mal. Da, Ferraro. Immer hinten sprinten, er wechselt den Spieler und Ferraro, zack, bleibt stehen und somit löst, nee, das ist sein eigener Spieler, da wechselt er den Spieler zu Ferraro. Ferraro bleibt stehen und somit gibt er mir eine 3 auf 1 Möglichkeit. Also wenn ich gewollt hätte, hätte ich die Scheibe auch nochmal querlegen können. Ob die dann ankommt und reingeht, ist die andere Sache, aber im Endeffekt möglich wäre es gewesen, dass wir hier nochmal einmal querspielen. Möglich wäre es nochmal gewesen, das Querspielen. Aber gut, müssen wir ja nicht übertreiben. Wie gesagt, 4-1 Sieg. Ist okay. Rinne, 90% Fangquote. 90 plus sogar. Ist genau das, was wir brauchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao mit V. Wir sehen uns morgen wieder bei Hood Rivals.